Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play nicht Final Fantasy, sondern Evoland 2 mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge ein bisschen ja, rumgelaufen, haben ein bisschen Zeug noch eingesackt, haben jede Menge Hühner besiegt mit sehr unangenehmen Tricks. Und wollen jetzt in dieser Folge mal gucken, dass wir irgendwie, ja. Vielleicht noch an ein bisschen bessere Ausrüstung rankommen. In der Hoffnung, dass wir mit der dann endlich die Ceres besiegen können. Wir sind jetzt noch kurz vor Level 29. Das dürfte uns da auch nochmal helfen. Ich habe nämlich die ganz große Hoffnung, dass wir dadurch, so, nämlich hier ist wieder das Labor. Aber ins Labor will ich ja nicht, sondern ich will ja, und das war ja der, das alte Bergwerk, wo wir dann das Flugschiff gekriegt hatten. Ja, und das müsste eigentlich dann in der Vergangenheit gewesen sein, irgendwie, dass wir den Zwerg gefunden haben, der uns da noch diese aus dem Orikon-Erz die tollen Waffen da gemacht hat. Aber bei mir spielt gerade sowas von nicht mehr die, Ach, Moment, ich glaube, der war hier am Bergwerk, kann das sein? Ja, hier war's. Genau. Ja. Ich fertige nur ganz besondere Waffen. Ja. Ich habe Orikon-Erz für dich. So, okay. Die Rüstung für euch schmieden, der braucht er 5. Die reicht aber nicht. Aber ich glaube, für den Gürtel könnte es reichen. So, 2 Stück, die haben wir gerade so. So, okay, mit Verlaub, das ist Handwerk vom Feinsten. Die ich für euch schneiden soll, ja. Und jetzt will ich, ich bin jetzt einfach mal so frei und mache etwas, was man eigentlich gar nicht wirklich machen soll. So, das Gut Nakomi. Und zwar, A ist hoch und B ist runter. Das ist nämlich wahrscheinlich tatsächlich der Konami-Code. Und jetzt werde ich einfach mal auf dem Handy das Ding nochmal googeln, weil den kenne ich natürlich nicht auswendig, weil so, fit war ich dann doch nie in dem ganzen Zeug. Jetzt müsst ihr mir nur kurz einen Moment geben. Ja, ich weiß, das ist sehr unprofessionell, aber mir ist gerade eingefallen, wie das langsam halt funktioniert und, oder funktionieren könnte. So, Konami-Code. Jetzt gucken wir mal, wie der ging. So, was sagt denn die Wikipedia? Ah ja, hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, B, A. Das kriegen wir hin. Also, hoch, hoch, runter, runter, so, links, rechts,
rechts, runter, hoch. Yay, habe ich's doch gewusst. So, mal schauen, was wir hier Tolles finden werden. Trommelwirbel, eine schön versteckte Kiste. Ein Stern! Oh, wir haben jetzt 14 Sterne. So. Warum sammle ich eigentlich immer noch Geld ein, ich Idiot? Naja, egal. So, tja. War doch gar nicht so schwierig, oder? Was meinst du? Ihr habt Fürst Nakumis Schatz gefunden. Wie habt ihr das geschafft? Tja, Google ist dein Freund. Aber, obwohl, ich hab's gar nicht mit Google gemacht. So, und da das jetzt hier alles geschafft ist, also wir könnten jetzt natürlich noch in den Lymphenwald gehen, aber ich glaube, das bringt uns auch nicht mehr so viel. Ich würde sagen, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Wir probieren noch mal eine Runde mit der Ceres. Stopp, hier probieren wir es nicht. Sondern da probieren wir es. Weil hier müssen wir dann weiter. So, jetzt gucken wir mal. So, weil wenn alles jetzt gut läuft, werde ich dann während des Kampfes noch ein Level abkriegen. Zumindest mal ist das der Plan, den ich habe. Und dann sollten wir hier auch halbwegs vielleicht was gerissen kriegen. So. Gab's hier eigentlich... Ah, da hinten war noch was. Aber ich glaube, da hinten, das sind die Teil... Moment. Das ist der Ort, wo wir dann später waren. Aber das hier kenne ich alles nicht. Wir gucken uns das doch nochmal an. Ich würde sagen, wir machen das mal lieber so rum. So, und hüpp. Also ich kenne diesen Weg hier, aber ich weiß gerade gar nicht mehr so genau. So. Oh, das war uncool. Und dann landen wir wieder hier. Ach nee, das muss hier irgend so ein, das war irgendwie so ein halb da hinten dann dran. Stimmt, hier war das andere Ding hier und da, kamen wir dann, glaube ich, raus und haben dann hier die Kiste irgendwo gefunden. Irgendwas war da doch. Das heißt, wir hätten jetzt auch die Option, da hinten dann nochmal hinzugehen, falls wir dort irgendwas verpennt hätten. Ah, so war das. Okay, dann kloppen wir uns mal eine Runde und gucken mal, was passiert. So, plum, 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 plum. So, okay. Ja, 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 ja. Ah, Mistding. So, jetzt. So, du nicht. Okay.
So. Na, na, na. So, komm hier, komm hier, komm hier. Ich will zu dir. Nein! Weg da! So, Level up! Stufe 29. Ja, das gefällt mir doch schon gar nicht mal so schlecht. So, du? Au! Das hat wehgetan. So, komm her, du. Nein, nein, ich brauch den nächsten, den nächsten, den nächsten. So, okay, das war die erste Stufe. Jetzt gucken wir mal, ob wir es hier nochmal so toll schlagen. Wo sind wir denn? Da ist er. Wo ist er? Na, na, na. Nein! So, jetzt. Nein, 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 nein. Mist, 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 Mist. Wir waren so knapp dran. Okay. So. Aber wir kriegen so Level-Ups. So, da wir jetzt ungefähr 5 Minuten für einen Durchgang gebraucht haben, würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal einen. Wie viele, Na ne, ich glaube, die Gegenstände behalten wir. Wir behalten die Erfahrungspunkte. So.
So, bla bla bla, so. Na? So weit, so gut. Na, kommt her. Na, Mist. So. So. Na? So, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Na, komm hier. Na, komm, 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 komm. So, aber wir kriegen irgendwie nicht so wirklich viele Erfahrungspunkte von der. Jetzt müssen wir mal gucken. So, nächste Runde, ne? Na toll. So, das war klapp. Okay. Wollen wir so scheiße waren, nochmal einen Versuch? Ansonsten müssen wir noch ein bisschen in die Noria-Minen gehen zum Leveln, wenn es dann soweit ist. Weil das ging ja doch erstaunlich gut da drin. Also wir hatten ja dann ungefähr pro Durchlauf einen Level abgekriegt. So. Na toll, das fängt ja super an. Irgendwie kriege ich hier gerade von allem und jedem hier aufs Maul, habe ich das Gefühl. So. Jede Menge. Ja. Oh, Mann. Mistviecher, Mistviecher. So. So, nochmal. Ich könnte natürlich auch einfach abwarten, bis jemand die ganzen Viecher verbaut hat. Okay.
So, jetzt müssen wir es nur noch hier einmal erwischen. So, nächste Runde. So, nächste Runde. Halt! Halt, 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 so. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, nehmen wir jetzt erstmal einen tollen grünen Trank. So. Nein. Dann nehmen wir lieber den... Nein, keine rote Tanke-Pampe. Ich möchte roten Trank. Da. 100% Leben. Ich glaube, das haben wir hier jetzt äußerst notwendig und die kriegen wir jetzt hier auch noch tot, wenn wir das richtig jetzt machen. Jetzt nehmen wir nochmal einen grünen Trank. Komm schon, komm schon! Komm schon, du stirbst heute. So, haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Kuro, ich wollte nie gegen euch kämpfen. Und ich glaube, ihr wolltet das auch nicht. Die Realität beginnt zu zerfallen. Ich glaube, wir sind zu weit gegangen. Ich sehe die Vergangenheit und die Zukunft nicht mehr. Wir haben das Ende der Zeit erreicht. Also, was geschieht jetzt? Das Projekt wurde während unseres Kampfes beschädigt. Reicht es, um den Zyklus der Zeit aufzuhalten? Wenn nicht, fängt alles von vorne an. Dieselben Zeiten, dieselben Ereignisse, dieselben Schwierigkeiten, dasselbe Schicksal für alle. Auch für uns beide. Meine Macht lässt nach. Ich werde verschwinden, Kuro.
Und das macht mir Angst. Vielleicht finden wir uns eines Tages wieder. Und wenn nur das Schicksal verbleibt, werden wir diese Welt gemeinsam verändern. Ich werde auf euch warten. Geh. Sie weiß, wer wir sind. Hey, warte. Wer sind wir? Was? Du weißt doch irgendwas. Red doch mit mir. Warum tust du mir das an? Nein, bitte nicht. Verdammt. Kuchen ist immer noch nicht zurückgekehrt. Er wird schon kommen. Fräulein Fina, mittlerweile sind mehrere Tage vergangen. Wir können nicht länger warten. Was sollen wir denn? Was wollt ihr damit sagen, Minos? Dass wir einfach ohne ihn aufbrechen? Ich. Minos hat recht, Fina. Hier können wir nicht bleiben. Ich weiß nicht, welche Zeit oder Welt vor uns liegt, aber wir müssen los. Dann geht doch! Geht einfach ohne mich. Ohne Kuro gehe ich nirgendwo hin. Fräulein Fina, der Exterminator ist ganz gewiss. Es ist sinnlos, Minos. Sie hat sich entschieden. Das müssen wir respektieren. Wir werden auf der anderen Seite des Portals warten, Fräulein Fina. Also gut, auf geht's! So. Kuro, wo seid ihr? Ich kann nichts tun, Kuro. Ja, aber es sieht so aus, als wäre jetzt zumindest mal die Welt wieder halbwegs in Ordnung. Oh, und die Riesenmammuts. Oh, und im Knast ist auch wieder alles gut. Oh, und die Leute hauen wieder durch die glitten Kisten ab. Das hat man doch schon mal irgendwo. Ah ja, die kennen wir ja auch. Die Kanalisation. Und das Dämonenlager. Yay. Oh, und die Bibi und das, der komische da. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der Typ da. Oh ja, die kennen wir ja auch.
Haben immer nur Unfug im Kopf, die Kleinen. Oh, und die kennen wir auch. Und den Ort kennen wir auch. Wie hießen die nochmal? Mir ist gerade der Name total entfallen. Hey, die Piraten haben einen neuen Freund gefunden. Cool, freut mich, dass es jetzt alles doch noch irgendwie so geklappt hat dann, ja? Die Wikinger schwimmen dahin. Und der John Schnee in der Mitte. Oh, und unsere ganzen Kumpels dann bei den, oh Mann. Bei den Nymphen. Hey, da nein. Haben sie jetzt alle endlich ihre Audienz gekriegt? Oh, du hast dich aber wo ganz komisch hin verirrt, mein Freund. Oh, und die leben doch alle? Da hatten wir doch erst, okay. Ich dachte, die... Wieso sind die hier? Was ist das? Oh. Okay. So, damit wäre dann das Spiel zu Ende. Ah, ich kann den Controller weglegen. Ist schon, ja, cool. Es ist was nur überlegen, was wir jetzt hier tatsächlich machen wollen am Ende. Ob wir jetzt sagen wollen, wir wollen jetzt nochmal das Spiel auf 100% hochleveln alles. Oder ob wir sagen, wir belassen es dabei. Ich habe jetzt auf jeden Fall, das nächste Projekt ist schon in der Pipeline tatsächlich. Aber jetzt erstmal bleiben wir nochmal kurz hier. Also, mein Fazit zu dem Spiel, ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht. War an einigen Stellen doch ein bisschen frustrierend. Allerdings, die Leute von Shiro Games, die haben sich da echt Mühe gegeben. Die haben ja so viele Genres mit allem möglichen Zeug da reingehauen. Und das hat dann halt schon richtig, richtig Spaß gemacht. Es war ja wirklich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Von der Bullet Hell über diese klassischen Side-Scroller, Beat'em-Ups, über Street Fighter, über Guitar Hero und was sie sonst nicht noch alles hatten. Also wirklich einfach nur eine Verbeugung vor eigentlich allem, was Videospiele so bisher geleistet haben. Und ja, das merkt man dem Spiel einfach auch an. Also es ist, man merkt irgendwie an, dass es von Leuten gemacht worden ist, die denen das wichtig war, beziehungsweise die eine Idee davon hatten, was eigentlich Videospiele soweit bedeuten und was eigentlich wirklich prägend war. Und das sieht man hier eigentlich wirklich schön, meiner Meinung nach. Ja. So, das war jetzt mein Wort dazu. Jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Ihr seid wach? Fühlt ihr euch besser? Mein Vater hat euch ohnmächtig tief im Wald gefunden. Ihr erinnert euch an gar nichts, selbst eure Namen nicht. Vielleicht sollt ihr in den Wald gehen, das könnte eurem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Oh, ich heiße übrigens Fina. Ich hoffe, euch fällt bald wieder alles ein. War es das, was die Ceres gemeint hat mit, es wiederholt sich alles?
So, 75%. Also das schreit so ein bisschen nach Fanservice, aber das sage ich jetzt einfach mal nix weiter zu. Das sind die Kisten mit den Piranhen? Was haben sie da für komische Fische drin? Okay. Oder ja, das ist eine 70, eine 75. So. Aber wahrscheinlich kommen dann unterschiedliche Ansichten, je nachdem, was man jetzt, wie viel man hier erreicht hat. Ja, also wie gesagt, mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Das nächste Projekt ist schon in den Startlöchern. Und da werden wir mal schauen, wie es dann da weitergehen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde dann sagen, wir sehen uns dann vielleicht in einem meiner anderen oder in meinem nächsten Projekt wieder. Bis dahin dann. Tschüssi!